Willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Wie gesagt, wir sind noch lange nicht fertig mit diesem Spiel. Ihr fragt euch vielleicht, warum bin ich hier auf dem Dach mit so Little Bosch hier unterwegs? Aber die Frage wird sich jetzt jeden Moment selbst beantworten. Denn hier drüben chillt ein Dude, mit dem wir schon mal gesprochen haben. Ich habe den komplett vergessen und der hat noch einiges zu erzählen jetzt. Sehr gegrüßt. Übrigens, der Typ erinnert mich sehr an einen Charakter aus dem ersten Paper Mario. Möchtest du einen Teil der Rollinger Legende hören? Diese hätte ich anzubieten. Achso, wir haben noch gar nichts von ihm gehört. Ja, die kosten alle 5 Cent jeweils. Ich meine, ja, warum nicht, ne? Können wir ja mal machen. Der furchtbare Dämon. Wir wissen ja mittlerweile, wer das ist. Aber erzähl trotzdem mal. Vor langer, langer Zeit gab es hier eine prosperierende Stadt. Aber eines Tages wurde sie von einem Dämon aus der Welt der Finsternis zerstört. In den Büchern ist von einem schrecklichen Unglück die Rede. Aber dieses Unglück war in Wahrheit der besagte Dämon. Die Stadt versank und ein Teil von ihr wurde fortan als Palast des Dämons benutzt. Dieser Erzdämon versetzte die Menschheit in Angst und Schrecken. Er schickte Unterdämonen aus, um ihm die Herrschaft über die Welt zu sichern. Ihm? Ist das nicht eine Frau? Im Palast des Erzdämons müssen sich somit riesige Schätze befinden. Wenn du noch etwas anderes hören willst, lass mich wissen. Ja, die Sternjuwelen. Erzähl mir was über die. Die Musik ist cool. Der Dämon wurde getrieben von der Gier nach immer mehr Macht. Daher schuf er die Sternjuwelen, Edelsteine, denen die Kraft der Sterne innen wohnt. Diese Sternjuwelen verteilte er in aller Welt und herrschte mit ihrer Hilfe. Übrigens soll es im Feuertal eine Burg geben, wo eines der Sternjuwelen versteckt ist. Ja, da waren wir schon. Kerker und Drachen. In der Nähe seines Palastes baute der Erzdämon Kerker voller gefährlicher Monster. Jeder, der ihm im Weg war, wurde in diesen Kerker gesperrt. Außerdem hielt sich der Dämon drei Drachen. Logard, Lobert und Loviata. Okay, den dritten kennen wir gar nicht. Was bedeutet das für uns? Diese Drachen zogen durch die Welt und säten Furcht unter den Menschen. Die sterblichen Überreste der Drachen wurden bis heute nicht gefunden. Okay. Der erste Held. Da kriegen wir ein bisschen was von der Backstory mit. Also von damals so. Eines Tages machten sich allerorts Helden auf, den Dämon zu besiegen. Im Feuertal lebte ein Toad mit übernatürlichen Kräften. Da er der Sprache nur ungenügend mächtig war, wurde er oft zum Gespött der Leute. Aber als überall im Land finstere Kreaturen ihr Unwesen trieben, war es dieser eigenartige Tau, der die Menschen vom Unglück befreite. Seither wurde er nie wieder verspottet, sondern als Held gefeiert. Wow, ein Toad mit Kräften. Aber doch nicht etwa Dark Toadstar, oder? Ein weiser Goomba. Jetzt kommt Goombario. Einem wunderweit lebender weiser Goomba wurde ob seiner Gelehrsamkeit viel bewundert. Auch als viele Dämonen den Wunderwald heimsuchten, konnte er sie dank seines überragenden Verstandes in die Flucht schlagen. Er hatte die Fähigkeit, den Angriff der Dämonen vorherzusagen. Seither erforschte er Methoden zur Ausrottung sämtlicher Dämonen der Welt. Okay. Ein wackerer Cooper. Da haben wir zwei Optionen, ne? Als ein Cooper auf Abenteuern gewahrte, wie die Welt um ihn in Finsternis versank, begab er sich ganz allein an einen gefährlichen Ort, die Dämonen herauszufordern. Diese fürchteten den Cooper, der, selbst stark verletzt, wacker weiterkämpfte. Sie stellten ihm eine Falle, die ihn in Lebensgefahr brachte. Einer der Dämonen, ein Buhu, hinterging seine Kameraden. Dank seiner eigenen magischen Kräfte befreite er den Cooper. Dessen unermüdlicher Kampfgeist hatte den Buhu zur Reue gezwungen. Für mich hört sich das sehr an, als wäre der erste Held der Legende, also ein Toad mit Superkräften, hätte er so ähnliche Freunde gehabt wie wir im ersten Paper Mario und hat und der hier, der Typ hier, erzählt gerade die Geschichte von ihm und wie es mit dem furchtbaren Dämon zustande kam. Also wie er vielleicht sie überhaupt da in diesen Sarg eingesperrt hatte. Vielleicht war die Kraft der Sternjuwelen damals noch nicht stark genug, um den Dämon einfach allemal den Chaos zu machen. Das mussten wir mal machen. Also zumindest ist das gerade meine Theorie, wenn ich es mir so anhöre. Hören wir erstmal weiter. Die vier Helden. Der Buhu mit seinen magischen Kräften erteilte dem wackeren Cooper einen Rat. Zu zweit würden sie es nicht schaffen, den Dämon der Finsternis zu besiegen.
Aber gemeinsam mit dem Toad aus dem Feuertal und dem Goomba aus dem Wunderwald, die vier Helden vereinten sich also, um die Welt vom Dämon der Finsternis zu befreien. Und endlich erreichten sie seinen Palast. Okay. Der große Kampf. Dum, dum, dum. Die Kräfte, über die der Dämon der Finsternis verfügte, waren unvorstellbar. Aber der Goomba fand heraus, dass diese Kräfte den Sternjuwelen zu verdanken waren. So entwickelte er eine Taktik, sie selbst zu nutzen, um den Dämon zu vernichten. Die vier Helden vereinten also ihre Fähigkeiten. Die Magie des Buhus und die übernatürlichen Kräfte des Toads verwirrten den Dämon für einen kurzen Moment. Diesen nutzte der wackere Koopa, um sich die Kraft der Sternjuwelen anzueignen. Und so konnten sie dem unbesiegbaren Dämon starken Schaden zufügen. Boah, jetzt wenn ich mir so anhöre, ich will das spielen, Mann. Komm, gib mir das als DLC oder so. Die Seele des Dämons. Was ist denn mit der Seele? Aber sie konnten den Dämon nicht besiegen und der Kampf fand lange kein Ende. Der weise Goomba fand heraus, dass es mittels der Sternjuwelen möglich ist, den Dämon, auch unbesiegt, für alle Ewigkeit zu versiegeln. Die Helden stimmten zu, vereinten nochmals ihre Kräfte. Und mit der geballten Macht der Sternjuwelen gelang es ihnen endlich, die Seele des Dämons in den Tiefen des Palastes einzusperren. Nur die vereinte Kraft der Sternjuwelen würde dieses Siegel brechen können. Ja, das haben wir dann gebrochen. Aber hey, ist das alles wieder im Guten geendet. Der Fluch des Dämons. Was hat sie gemacht? Was für ein Fluch hat sie aufgelegt? Als die vier Helden glaubten, den Dämon bereits eingeschlossen zu haben, wurden sie in einem Moment der Schwäche von ihm verflucht. Solange sie die Sternjuwelen bei sich hatten, konnte ihnen der Fluch nichts anhaben. Aber sobald sie sie aus der Hand legten, würde eine schwarze Truhe erscheinen und ihre Seele in sich verschließen. Die Helden beschlossen, die Sternjuwelen aller Welt zu verstecken, um die Versiegelung des Dämons sicherzustellen. Aber schließlich wurden ihre aller Seelen in schwarzen Truhen verschlossen. Oha. Okay, und was haben die Bubus damit zu tun? Ich komme anscheinend als nächstes vor in der Story. Laut Überlieferung wurden die Sternjuwelen an verschiedene Orte gebracht. Der Goomba versteckte eins im großen Baum des Wunderwaldes. Zu jener Zeit lebten in dem Wald zahlreiche schreckliche Monster. Unter diesen hatte insbesondere das Volk der kleinen, schwachen Bubus zu leiden. Deshalb hatte der Goomba ihnen den großen Baum zum Leben eingerichtet. Oh, krass, er hat einfach den Baum hohl gemacht. Zum Dank versprachen die Bubus, das Sternjuwel gut zu behüten. Ah, okay, was mit den anderen Sternjuwelen? Das Ende des Buhus. Oh nein! Der Buhu versteckte ein Sternjuwel in einer gewissen Abtei. So dann wurde er in einem nahegelegenen Dorf in einer Truhe verschlossen. Das Sternjuwel soll noch immer in der Abtei sein. Na, wir haben es geholt und jetzt ist es wieder verstreut, ne? Sind die verstreut? Ich habe das so verstanden, dass jetzt alle Sternjuwelen verstreut wurden. So, sah es zumindest aus. Bin mir nicht ganz sicher. Der Piratenkönig. Auf der Suche nach einem Versteck erreichte der Koopa eine Insel im Süden. Kurz vor dem Ziel jedoch entriss ihm der Piratenkönig Cortez das Sternjuwel. Auch die Seele des Koopas wurde sogleich in einer Truhe verschlossen. Das Sternjuwel endete als ein Edelstein mehr im Schatz des Piraten. Warte nochmal. Aber gut. Ich suche ein Versteck. Der Koopa fand eine Insel, also Isla Corsaria. Aber bevor er ankam, Cortez natürlich guckt immer, wer ankommt. Und dachte sich, boah, geil, Schatz, nehme ich mit. Und so hat er überhaupt einen Edelstein bekommen. Und der Koopa? Die Seele vom Koopa ist vielleicht noch da irgendwo in seinen Schätzen? Das ist ja schrecklich, wenn das so wahr wäre. Das Ende des Toads. Oh nein. Der Toad reiste mit dem Sternjuwel lange um die Welt, aber irgendwann verließen ihn seine Kräfte. Das Schicksal sandte ihm einen Priester, der ihn pflegte. Diesem berichtete er von dem Fluch, bald in einer Truhe verschlossen zu werden. Und er bat ihn, das Sternjuwel einen sicheren Ort zu verstecken. Hey, warte, wo? Muss nochmal lesen, damit ich es schicke. Ich bin zu blöd dafür. Lang um die Welt. Schicksal sandte einen Priester. Priester? Haben wir einen Priester gesehen irgendwo? Eine Legende! Mission, Thors. Hab ich recht? Der Ort, an dem der Dämon seinen Palast hatte, wurde hernach gemieden. Die Menschen hielten diese Gegend lange für verflucht.
aber nach langer, langer Zeit geriet der Dämon völlig in Vergessenheit. Arme Fischer und geflohene Diebe siedelten sich an dem Ort an und schließlich entstand daraus die große Hafenstadt Drolingen. Die Bewohner glauben zwar, dass in den Katakomben ein alter Schatz versteckt sei, aber in Wahrheit ruht dort noch immer die Seele des Dämons. Naja, jetzt nicht mehr. Oder? Die magische Karte. Das Ende seiner Geschichte hier. Boah, so viel Geld, ey. Fast 100 Münzen. Na, okay, ich hab ein bisschen weniger. Die Helden ahnten, dass das Siegel der Sternjuwelen nicht ewig halten würde. Für den Fall, dass sie in späterer Zeit wieder gebraucht würden, zeichneten sie die Verstecke der Sternjuwelen in einer Karte ein. Um jedoch zu verhindern, dass die Juwelen in falsche Hände gerieten, versiegelten sie die Karte in einer Kiste. Nur jemand, der vollkommen reinen Herzens ist, würde sie öffnen können. Wie haben sie das hinbekommen? Das weiß er auch nicht. Aber danke für deine Einsicht in die Welt von Rohlingen. Sehr informativ. Ach stimmt, ich muss noch die Insignien sammeln. Wie man... Hier? Nicht hier. Wie man... Nicht hier. Sternsplitter. Nee, das war Sternsplitter. Notizen. Nee. Audiothek? Ah ja. Wie man hier sehen kann, fehlt uns in Rohlingen und in Kapitel 4 ein paar Insignien. Die werde ich eben sammeln gehen. Wow, toller Ort, Mann. Oh, den gibt's ja auch noch. Komplett vergessen. Danke. Oha, könnt ihr euch noch an dieses kleine Kind erinnern, das Probleme mit den Eltern hatte? Hier in diesem Haus, links von Rohlingen. Hier kam einfach durch. Und hier ist eine Insignie. Was zur Hölle? Okay, krass. Zwei Insignien haben wir jetzt. Okay, schauen wir mal ganz kurz nach. Notizen. Auch nicht. Audiothek, sorry. Nee, haben immer noch nicht alles. Aber das war auf jeden Fall einer von denen, die ich verpasst habe. Das war aber auch schwierig versteckt, finde ich. Und wir kommen hier wieder raus. Okay, geil. Hey, wartet mal, da oben war ich ja auch noch gar nicht. Und das kann man scheinbar erreichen, sobald man Bomben... Oh, sobald man den Superjump drauf hat. Das ist ab Kapitel 5? 6? Keine Ahnung. 6, glaube ich. Jedenfalls, das habe ich übersehen. Da ist wahrscheinlich ein Orden drin, der richtig geil für einen Final Boss gewesen wäre, oder? Das ist gerade meine Vermutung. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Hoffentlich nicht. Vielleicht ist es einfach nur 100 Münzen. Yay! Verteidiger P-Orden. Verteidigung deines Partners steigt um 1. Oh, der ist schon geil. That's not bad. Aber 5 OP ist natürlich nicht so geil. Aber, ja. Not bad. Achso, und wenn ich schon mal gerade hier bin. Ich glaube, mit dem mich als Schiff verwandelt habe ich noch nicht. Also hier waren wir auf jeden Fall drin. Da, an dieser Ort kann ich mich... Ja. An dieser Ort kann ich mich auch erinnern. Aber ich kann mir nicht erinnern, dass ich schon mal... Ja, mich als Schiff verwandelt habe. Und das ist auch richtig so. Habe ich nicht. Eine Insignie der Sonne. Und das wird nicht die letzte sein, die mir fehlt. Also hier in Rohlingen. Ja. Waren wir hier noch nicht? Direkt vom Warpröhrenraum nach rechts und dann die Tür hinten nehmen. Scheinbar waren wir hier noch nicht. Auch interessant. Also wir waren hier safe schon mal, wir haben es wahrscheinlich nicht rüber geschafft und zurück. Aber mit Barbara ist es ja extrem einfach. Stachelschild! Oh, das Icon sieht geil aus. Beim Sprung auf stachelige Gegner fügen diese Mario keinen Schaden zu. Ja, okay, so ein Standardorden. Oder was heißt Standardorden? Ein Basic-Orden, würde ich mal sagen. Ach komm, bring mich doch nicht hier hin zurück. Bitte. Muss doch nicht sein, du. Und schnell durch. Ha. Nimm das. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es gibt hier unten super viel Wasser. Und es gibt auch, wenn ich mal hier so lang gehe, dann sieht man auch, wie das Wasser irgendwie in so Löcher führt und in andere Räume reinführt. Es würde ja eigentlich gar keinen Sinn machen, außer es schön zu machen. Oder wenn man sich hier irgendwo in ein Boot verwandeln könnte. Habe ich nicht recht? Und ihr seht es vielleicht, da unten, da links, da kann man sich in ein Boot verwandeln. Wie komme ich da hin? Einfach hier lang.
Habe ich auch gerade rausgefunden, live. Aber die Frage wollte ich trotzdem stellen. Und ich wette, das führt mich jetzt zu einer weiteren Shine Sprite. Ja, im Deutschen heißen ja Insignia Sonne. Der englische Name ist zum cooler Shine Sprite. Und das wird jetzt, glaube ich, eine lange Reise durch die ganze Welt. Aber die wird es wert sein. Bestimmt. Ganz sicher. Und ansonsten habe ich mich hier noch umgeguckt. Eigentlich ist der Untergrund gar nicht so groß. Generell, eigentlich sind die Orte hier gar nicht mal so groß. Warum sind da drei Stück? Was machen die Gegner dort? Die machen eine Vorführung. Da oben ist ein +1 Verteidigungsorden. Also not bad. Haben wir gegen den Pinken schon mal gekämpft? Ich weiß es nicht. Gegen den schon? Gegen den Pinken haben wir noch nie gekämpft. Okay. Plus ist wahrscheinlich ein sehr starker Gegner. Also, schauen wir mal, mit wem wir es zu tun haben. Wer hier drei Shine Sprites, also wirklich eine ganze volle Entwicklung, sage ich mal, beschützt. Bisschen random, wenn ihr mich fragt. So viel auf einmal zu verstecken, ja, aber okay. Das zeigt aber auch wiederum, dass ich in Kapitel 4 nur eine einzige verpasst habe. Und sonst alles. Halt in Rollingen nicht, aber sonst überall alles. Das ist ein Gigaspreuen. Diese seltsamen Kreaturen bestehen aus mehreren diskusartigen Scheiben. 12 KP, 7 Angriffs und Verteidigung. Ja, okay, man kann ja auch schon ab Kapitel 5, glaube ich, hin, ungefähr. Sie sehen zwar nicht so aus, sind aber tatsächlich eher starke Gegner. Halt dich von den Stacheln am Kopf fern. Sie haben keine besonderen Angriffe. Erledige sie ganz einfach mit dem Hammer. Ja gut, also das wird der Hammer, du. Erdbeben. Oh yeah. Da kommen dann Hammer dann 7 Tick Damage raus. Ja, 5. Oh, und wenn ich die anderen blocke, machen die gar keinen Schaden. Oh, selbst dann machen sie keinen Schaden mehr auf mich. Ah, wahrscheinlich, weil die einen Schaden machen würden, aber wir das einfach tanken. Aber so krass sind man. Let's go. Oder irgendwie so. Hä? Stop. Drift, hör auf. Kann ich nicht gebrauchen, Mann. Bam! Sind die hinteren schon mal weg? Ja, ansonsten. Hüpf's geht jetzt ab. Bamf. Bingo! Yippie! Geschafft sogar. Danke, Spiel. Warum auch immer, aber danke. Wie wär's, wenn du chillst? Du chillst einfach ein bisschen. Ja, Mario wird sowieso angegriffen, nicht du. Schade. Egal. Der Hammer geht hart. Wo war jetzt der Damage? Was soll das denn jetzt? Das wird ein Mysterium. Oder ist ein Mysterium, besser gesagt. Komm, Angriff, 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 Angriff. Nein, wieso 50 Leben? Ich brauch das nicht. Oh, warum nur Spiel? Warum hast du mich so sehr? Weißt du was? Du hast es nicht anders verdient. Du hast es nicht anders verdient! Kriegst du den Maximum zu spüren! Ich hoffe, du bist jetzt glücklich! Ja? Ich glaube, der feine Boss hat mir jetzt gar keine Erfahrungspunkte gegeben, oder? Wenn ich mich recht sinne? War das, glaube ich. So. Bap, 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 bap. Oh. Oh, 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 oh. So. Drei Insignien. Wie gesagt, total random. Drei Stück? Hat nicht einer gereicht? Oh. Wisst ihr, was das heißt? Ein weiteres Level Up! Und wie ihr mich kennt. Ich hab's aus meinen Fehlern gelernt, aber ich lerne nicht immer aus meinen Fehlern. Also weiter geht's mit OP, let's go! 48 sind wir mittlerweile. Also bei 48, na, ist auch egal. Genau! Yeah! Weil ich den Rest ja auch nicht wirklich benötige oder so. Oh, weg mit den anderen Spinnern. Juhu! Und juhu! Ah, ich sehe aber. An den hier kommt man erst ran, wenn man den Glimmerliner gemacht hat. Wenn man da so einen großen Jump machen muss, wie jetzt gerade. Okay, wollen wir mal schauen.
Notizen. Nein! Audiothek. Ja, aber... Es waren wohl immer noch nicht alle? Ja, aber ich habe doch jetzt... Ah, ich habe 6 Insignien. Okay, wahrscheinlich fehlen mir noch 3, oder? Achso, da brauche ich Yoshi für. Okay. Seid ehrlich. Habt ihr die ganzen Verstecke heute im Video alle selber gefunden? Oder musstet ihr zum Teil nachschauen? Ich musste zum Teil nachschauen. Ah, okay, das ist schwierig. Das ist echt schwierig, dran zu kommen. Oh, komm schon! Warte, ich Vollidiot. Wir sind meistens auch so kompliziert. Wozu habe ich Kupio? Hol es mir. Danke, Mann. Dich ist Verlass. Als auf manch andere. Ey, ich bin mir ganz sicher, dass ich alle habe in Rohlingen. Ich werde jetzt schon mal... Ich hätte fast wieder mit ihm geredet. Ich werde jetzt schon mal alle ausgeben. Vielleicht zählt der, ob ich alle ausgebe oder nicht. Gibt's einfach Badraum, keine Ahnung. Also ich wollte mal Nagrine geben, ne? Ja, ich kann eh zweimal machen. Aber ja, 3 fehlen mir noch. Okay. Sind das wirklich... sind die alle 3 wirklich in... In Kapitel 4? Ich habe mich da so wenig umgeschaut. Ja, gibt's Badraum. Und dann Erona muss als letztes warten. Egal, das Beste kommt zum Schluss, kann man ja sagen. Aufus. Supidus. Pipapus. Okay. Bitte sag mir, dass das jetzt aber gezählt hat. Ne, dann gibt es ja auf jeden Fall noch mindestens 1. Oha. Ich habe hier gerade den gelben Block zerstört und dann sehe ich, hier hinten ist ein Sternsplitter. Okay. Und hier ist einfach ein Trampolin, man muss nicht die ganze Zeit hinten mit dem Papierflieger rumfliegen. Ups. Habe ich jedes Mal gemacht. Toll. Ganz toll. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich nochmal jeden einzelnen Spot nachchecke, wo ich nachchecken kann. Und scheinbar gibt es hier oben einen. Oh mein Gott, den habe ich nicht. Ich war mir so sicher, dass ich den habe. Ich habe nochmal alles abgecheckt und den habe ich wirklich nicht. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Okay, wie sieht's jetzt aus? Muss ich, also jetzt... also habe ich wirklich nur einen einzigen Kapitel 4 verfehlt. In Rohlingen gibt es nämlich noch einen. Wo? Oh Mann. Ich habe dazu keine Worte. Ich habe dazu absolut keine Worte, Freunde. Wer wohnt denn hier, Feines, Schönes? Ey, Mario ist so groß in dem Haus. Mein Gott. Oh. Hallo. Willkommen bei Zorro. Oder Z-Oro, dem Wertetauscher. Hier kannst du deine Werte oder den Rang deiner Freunde verändern. Wenn du das willst, geh auf die andere Seite des Tisches. Was kann ich denn da verändern, bitte? Hast es also tatsächlich bisher geschafft. Willkommen bei Zorro, dem Wertetauscher. Wenn du deine eigenen Werte oder den Rang deiner Freunde anpassen möchtest, kann ich dir für nur 39 Münzen aber behilflich sein. Also, du oder einer deiner Freunde, wer von euch braucht eine kleine Veränderung? Okay. Soll das bedeuten, dass wenn Mario Level bekommt, dass ich das jetzt wieder umverteilen kann? Und bei den Freunden... ich generell einfach umverteilen kann? Nein, danke. Also wenn es so ist, gehe ich mal von aus. Ist ganz nett, aber nee, brauche ich nicht. Und ja, wo das letzte, wo die letzte Insignie ist, in Rohlingen. Ey, Freunde. Ich kann das alles langsam nicht mehr, ne? Hier bei diesem komischen Kauz. Da drüber, ihr seht ja, da fliegt ja irgendwas in der Luft. Ja, man sieht nicht genau, was es ist, aber ich kann euch jetzt schon sagen, was es ist. Es ist nämlich das, wonach wir suchen. Und von hier kommen wir da zwar nicht hin, glaube ich. Nee. Nee, dafür muss ich, glaube ich, zur anderen Seite. Jedenfalls da oben ist die letzte Insignie. Und ich komme von hier nicht hin. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite wahrscheinlich. Ah, warte mal hier.
Dieses Ding hier, das hat ja auch ein Leck. Oh mein Gott, ist das ein gutes Versteck. Also das war wirklich krass. Das war wirklich ein sickes Versteck. Ja, und hier ist es. Oh, den Sprung. Oh mein Gott. Ich hatte gerade Angst, dass ich den Sprung verkackt. Muss ich mal komplett durchdrehen. Nur ein bisschen reicht schon. Da haben wir die Insignie. Leider gibt es keinen Sound. So, alles sammelt in dem Gebiet. Aber hier kann man zumindest sehen. Und jetzt holen wir uns das letzte in Kapitel 4. Wie schwer kann das schon werden? Oh mein Gott. Man sieht es hier sogar. Och man. Wow. Die ganzen BP ausgegeben für einen Erfahrungspunkt. Wow. Toller Kampf, ey. Hat mich gefreut. Aber hier. Wie zur Hölle kommt man darauf? Hier kann man springen. Sieht man das irgendwie? Ich habe es hier ganz leicht leuchten gesehen. So ganz, ganz klitzeklein leicht. Also, ich habe natürlich nachgeschaut, wo er ist, ne? Ist klar. Ich habe gesehen, einer ist hier in diesem Wald. Dachte mir, in dem Wald kann ich nicht erinnern, ob hier einer war. Guck mir nochmal um. Wow. Jetzt kann man sehen, dass wir alle Insignien haben. Und ich werde jetzt eben ausgeben gehen. Ernsthaft? Der Kollege? Hatte er nicht irgendwie richtig viel eine Verteidigung nur? Also er hatte zwar richtig viel Angriff, das war's. Okay. Auch gut, ne? Gegen den mal wieder zu kämpfen. Machen wir mal, ne? Ja, so viel Schaden mache ich jetzt natürlich gar nicht mehr. Warum auch immer. Aber gut. Vielleicht kann der Herdenantrieb ja genug Schaden machen. Wahrscheinlich nicht. Aber schauen wir mal. Komm schon. Ah, schade. Leider nicht. Der haut uns ab, oder? War aber mal lustig, den wiederzusehen. Hätte ja klappen können. Wow. Juhu. Miau. Hallo, ich hab dich gesehen. Meine Kugel hat's mir gesagt. Du hast die letzten drei Insignien. Und deine Freundin Erona soll ich wohl verbessern und upgraden. Obwohl bei ihr. Also so rund wie die Dinger sind, gibt's ja nichts mehr zum Upgraden. Ach komm, mach trotzdem. Na gut, wie sie wünschen. So. Ich befürchte, ich kann leider nichts mehr für eure Freunde tun. Ja, weil die so stark sind, ne? Ja, ja. Freunde. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Aber statt mit den Insignien geht's weiter mit den Sternsplittern. Denn ich bin sehr gespannt, wie die Galerie aussehen wird. Weil in der Galerie, also die werden wir uns beim nächsten Mal anschauen, aber in der Galerie gibt es super viel Concept Art. Und da bin ich gespannt, weil das gab's, glaube ich, im Original nicht. Und ja. Mit diesen gibt es keine neuen mehr. Mal gucken, ob ich Rezepte, Orden und Lexikon noch mache. Eigentlich schon, vor allem Lexikon. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Aber versprechen will ich da bei den drei nichts. Wir schauen mal. Ich glaube, beim nächsten Mal wird es auch ein bisschen interessanter. Vielleicht machen wir auch nochmal einen Bosskampf. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.